Ein herzliches Willkommen zum Kanal Inspirierendes aus Theologie und Philosophie. Heute geht es um die Schönheit der hebräischen Sprache und Poesie. Und ich habe eine Expertin dazu gewinnen können. Sie ist Lyrikerin, Autorin, Übersetzerin. Sie studierte unter anderem Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft, Philosophie und sie promovierte zur Poesie der Psalmen. Sie schreibt Gedichte, hauptsächlich auf Deutsch, aber auch auf Hebräisch und überträgt sich selbst in die deutsche Sprache. Im Juni 2022 erschien ihr neuer Lyrikband. Herzlich willkommen, Frau Dr. Gundula Schiffer. Vielen Dank, Herr Luther, für die Einladung. Ich freue mich. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Wenn ich neugierig fragen darf, wie kamen Sie selbst zur hebräischen Sprache? Das Interesse kommt tatsächlich über die Literatur. Also ich habe mich immer für fremde Sprachen interessiert und tatsächlich habe ich erst einmal Kurse in der Sinologie studiert. Also ich wollte die Sprache musste exotisch möglichst in einem anderen Schriftsystem sein. Ich sage das vorher immer, weil das so ein bisschen im Gegensatz dann steht zu dem, was mir mit dem Hebräischen passiert ist und weil es auch eine biografische Parallele zu Martin Buber gibt, der sich auch vorher mit dem Dao De Jing auseinandergesetzt hat. Auch mein Hebräischlehrer vorher Sinologie gemacht hat. Und wir brauchten halt in der Komparatistik irgendwie noch eine zweite Philologie. Und das hat sich dann überschnitten mit dem Hebräischen. Und ich kam dann in einem Seminar, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendein hermeneutisches Seminar, zu einem Aufsatz von Gershom Scholem, der sich beschäftigte mit dem Gottesnamen und mit der Auslegung der Genesis. Und ich kannte diese Weise, mit Texten umzugehen, mit biblischen Texten, überhaupt gar nicht. Und habe gedacht, ich gehe mal zu Theologen und lerne Hebräisch. Und das war wirklich ein coup de foudre mit dieser Sprache. Ich hatte das Gefühl, diese Sprache geht mich was an und die Sinologie, das Chinesische, war sofort verblasst. Ein ganz anderes, also ich hatte das Gefühl, die Sprache hat mich gewählt und ich habe diese Sprache gewählt, ja. So spannend, was Sie da erzählen. Und was fasziniert Sie besonders an der hebräischen Sprache? Es ist erstmal wirklich die Schönheit und die Kraft dieser Sprache. Ich erinnere mich, als ich mich durch den ersten Psalm gegraben habe, das ist fast so ein bisschen jetzt in meiner Erinnerung wie so ein mystisches Erlebnis, dass ich habe zwar noch jedes Wort nachschlagen müssen, aber es war so, als würde es jedes Wort mit einem Glockenschlag kommen. Mhm. Es war wirklich eine Stärke in dieser Sprache. Und das Zweite ist sicherlich das Alter. Dass diese Texte halt so, dass ich weiß, sie reichen zurück bis 1000 vor Christus und dass ich das Gefühl habe, ich kann mich mit dem Menschen in Verbindung setzen, diese Texte geschrieben, verfasst und dass man dann merkt, der Mensch ist gar nicht so anders und gar nicht so verschieden. Und dass es natürlich die Sprache einer der wirkmächtigsten Religionen ist und dass in dieser Sprache solch wichtige Dinge und Aussagen gemacht werden. Und das ist, glaube ich, also dass es ja oft um Existenzielles geht, um Ganzes, ja, um theologische Fragen. Das ist auch jetzt ganz lustig, je älter man wird, umso mehr Erinnerungen hat man. Ja, es gibt bei mir auch so ein religiöses Substrat, wo das Hebräische offensichtlich angesetzt hat. Ich kann mich erinnern, ich war auf einer Ursulinenschule und da musste man morgens vor dem Unterricht immer beten. Und wir haben tatsächlich das Höre Israel gelernt, das Schma Israel, also eines der Kerngebete des Judentums. Ja. Und ich wusste gar nicht, wer ist Israel damals als Kind. Ich habe mich gefragt, wer ist dieser Mensch, der da hören muss? Und jetzt kommt das alles wieder. Und ich glaube, da hat das Hebräische einfach auch bei mir sozusagen mich gefangen genommen, eben über die religiöse Bedeutung, ja. Es ist so bewegend und berührend, was Sie sagen, so aus dem Herzen heraus und mit so viel Enthusiasmus. Was zeichnet denn das Hebräische im Gegensatz zu anderen Sprachen besonders aus? Was sind so die Eigenheiten, die so faszinieren und die so ankommen? Ich würde sagen, also wenn wir jetzt wirklich auf das biblische Hebräisch schauen, ist es die Kürze der Sprache und die Dichte. Das ist wirklich innerhalb von 2-3 Worten kann ich einen ganzen Satz, kann ich eine ganze Emotion ausdrücken. Und das hat dann oft so was Skizzenartiges, Abgebrochenes, was mir aber eine Freiheit gibt, diese Leere sozusagen zu füllen oder das, was nicht gesagt ist, das Ungesagte, das Skizzenhafte eben.
im Gegensatz zum Beispiel so Sprachen, die auserzählen oder genauer sind wie das Griechische. Das ist ja auch oft in der theologischen Literatur, ist mir das damals aufgefallen, als ich eine Diss gearbeitet habe, dass die Theologen ganz oft das Hebräische im Gegensatz zum Griechischen setzen. Das Hebräische wird als sozusagen auch oft als die leidenschaftlichere Sprache gesehen, oft als Kind beschrieben sozusagen. Und ich glaube auch, dass die hebräische Sprache, also biblische hebräische Sprache, großes Potenzial für die Poesie und für dramatische, erzählerische Texte hat, für szenische Sachen. Ja, es gibt diesen schönen, liegt das auch so am ganzheitlichen Denken des Hebräischen? Also das, Ganz sicher, Sie meinen, dass vor allen Dingen im Psalm immer sozusagen der Psalmist auch mit seinem Körper und mit seinen Organen spricht. Das sticht ihn in die Nieren oder das Herz. Das Herz, ja. Da gibt es ja auch von Janowski diesen Theologen, dieses große Buch über Konfliktgespräche mit Gott, wo er das darstellt. Die Anthropologie der Psalmen, die genau den Menschen, den ganzen Menschen mit einbezieht, ja. Können wir sagen, dass auch die hebräische Sprache die europäische Kultur beeinflusst hat? Oder gehe ich da zu weit? Absolut. Da sagen Sie auch was ganz Wichtiges, was ich denke, was mir oft auffällt, was vergessen wird. Also man kann ja sagen, dass das Christentum und damit die europäische Kultur im Grunde ein Spross des Judentums ist. Unbedingt. Und also da plädiere ich immer so dafür. Ja, das stimmt. Ja, und 2/3 der Bibel, 70% sind hebräisch. Das ist so. Absolut. Und damit sind wir in der Levante. Also wo wurzelt diese Sprache? Woher kommt diese Sprache? Sie kommt aus dem Orient, sie kommt aus dem Nahen Osten. Und dadurch gibt es diese Wurzeln auch des Christentums und der europäischen Kultur im Orient, weil man oft so diese Orient-Occident-Opposition aufmacht, ohne sich mal zu fragen, wo sind eigentlich die Verbindungslinien, wo sind die gemeinsamen Ursprünge. Und dann natürlich, wenn wir da auf die Literatur schauen, das sind Sie wahrscheinlich auch im 18. Jahrhundert, gab es ja wirklich in der deutschen Literatur diese Erweckungsbewegung fast, die ja auch aus den Theologen kam, weil es ja im Grunde noch keine anderen Studienfächer gab als Theologie, Medizin und Recht, die dann entdeckt haben, eben die hebräische Poesie entdeckt haben und es begann eine neue deutsche Lyrik. Also da hat man die freien Rhythmen entdeckt. Ich denke jetzt an Klopstock und Ähnliches. Also diese Entwicklungen, die sind nicht zu verstehen ohne die Eigenarten der hebräischen Poesie. Die eine Poesie ist eben, wie man es vorher nicht kannte, anders als das Griechische, die nicht metrisch gebunden ist, die keinen Reim hat, die dieses Ungestüme und hat. Genau, also das ganze 18. Jahrhundert ist stark von der hebräischen Poesie und der Entdeckung der hebräischen Poesie. Ich denke da auch gerade an Herder, der da einen ganz neuen Zugang auch in die Auslegung bekommen hat, dadurch, dass er sich mit der Literatur und der Poesie des Hebräischen befasst hat. Und ja, was passiert denn, wenn man die Bibel bewusst einmal aus literarischer Perspektive betrachte, also jetzt aus hebräisch-literarischer Perspektive. Welche Entdeckungen kann ich da machen? Wenn ich das gerade noch darf ich das einflechten? Gerne, gerne. Weil Herder steht natürlich auf den Schultern von Mendelssohn. Also der Initiator der ganzen, der das alles angerollt hat im 18. Jahrhundert, wird auch oft vergessen, weil er dann so am Anfang ist. Aber wer wirklich gesagt, also das erste Mal, dass die hebräische Poesie ins Zentrum gerückt hat und gesagt, ich zeige euch jetzt mal, was die Schönheit in der hebräischen Poesie, was macht sie aus? Das ist Mendelssohn. Das Problem ist, dass alles, was er geschrieben hat, über die hebräische Poesie so ein bisschen verstreut ist. Es gab eine hebräische Erklärung zum Schilfmeerlied von ihm ganz früh. Die gibt es jetzt in deutscher Übersetzung, da können wir vielleicht auch nochmal zurückkommen. Er hat Lowth rezensiert, was es erst nur auf Englisch gab, die Sacra Poesie, erst nur auf Lateinisch gab, die Sacra Poesie Hebraorum. Und er hat einen tollen Aufsatz geschrieben von der lyrischen Poesie, wo er die hebräische Poesie als Odendichtung beschreibt. Und als Poesie der Affekte, es gab ja im 18. Jahrhundert auch die ganzen Diskurs der Affekte, also die hebräische Poesie als eine Poesie der Gefühlsausdrücke. Und er spricht von der Poesie, also von der hebräischen Poesie, er nennt sie eine affektvolle, abgebrochene Kürze. Aha. Und ich finde, da bringt das immer, sehr gut auf den Punkt. Also wenn man es literaturwissenschaftlich betrachtet, wenn wir jetzt mal denken, ich möchte ja auch immer so ein bisschen Menschen zum Lesen der Psalmen bekommen, die es nicht so von selbst tun, wie wir jetzt vielleicht. Und wenn man sagt, ich lese die jetzt mal rein literaturwissenschaftlich, habe ich die Möglichkeit, nochmal einen Zugang von Frische zu bekommen, würde ich sagen. Und zu sagen, ich versuche mal, ich weiß, dass das schwierig ist, alles zu vergessen, was ich an Vorwissen, was ich vielleicht an Ressentiments oder was habe. Ich lese jetzt einfach mal einen Psalm, nichts anderes, versenke mich in diesen Text, versuche mal zu entdecken,
was macht dieser Text mit mir, wie wirkt dieser Text auf mir, auf mich, und vielleicht Lektüreerfahrungen, die ich aus anderen Literaturen kenne, oder mache ich Entdeckungen, da gibt es auch Metaphern sozusagen in der hebräischen Poesie und die Rhythmen. Und ich merke eins, dass diese Texte komponiert und konstruiert sind. Ich bin jetzt keine Theologin, ich weiß, dass es diese in der evangelischen und in der katholischen Theologie die Schichtungstheorie gibt, dass man sagt, die Texte sind gewachsen und man sucht immer, aus welchen Zeiten kommen die Schichten dieser Texte. Wenn ich das jetzt mal jüdisch, das Judentum macht das ja nicht, sage, ich sehe das mal als eine Texteinheit, genauso dass den Text zu analysieren oder seine Konstruktion zu verstehen, wie ich das mit einem anderen Gedicht machen würde. Ich bringe mal vielleicht ein Beispiel, gar nicht jetzt aus dem Psalm, aber ich glaube, das ist sehr einleuchtend, weil ich das letztens bei Nechama Leibowitz gelesen habe, eine Bibelwissenschaftlerin, die ich sehr verehre, eine israelische Bibelwissenschaftlerin, die das mit dem mit der Parashat Lech Lecha, also Abrahams Auszug aus seinem Heimatland, da gibt es den Satz, er soll ausziehen aus seinem Land, Merzcha, Mi Moladetra, aus deinem Land, aus deinem Heimat, Umi Beit Avicha, und aus dem Haus deines Vaters. Da ist den jüdischen Gelehrten aufgefallen, dass in dieser Satzordnung doch irgendwie etwas seltsam ist. Wenn ich mein Haus verlasse, dann muss ich erstmal durch die Haustür. Warum sagt hier der hebräische Text erst Land, Heimat und dann Haus des Vaters? Es wird ja immer kleiner. Eigentlich würde man sagen, umgekehrt. Erstmal gehst du aus dem Haus des Vaters, dann gehst du aus deiner Heimat und dann gehst du aus deinem Land. Was will der jüdische Text betonen? Es geht nicht um einen physischen Auszug, sondern um einen spirituellen, um eine geistige Loslösung. Und die wird immer schlimmer, je näher sie ist. Aus meinem Land, okay. Aus meiner Heimat wird schon schlimmer. Aber aus dem Haus meines Vaters, das ist so das Nächste. Und Abraham soll aufbrechen aus allem, was er gekannt hat. Sogar aus dem Hause seines Vaters, der die Religion noch nicht, oder den Glauben an den einen Gott noch nicht hat. Also und so kann ich Ihnen sagen, ist jeder hebräische Text, und ist jeder Vers, und ist jeder Satz. Und genau. So also, faszinierend. Ach, nehmen jedes Detail. Schon allein an diesem einen Punkt. Es lässt sich erahnen, was für Schätze da zu heben sind. Eben mal die Bibel aus literarischer Sicht. Eben das Hebräische. Abgesehen davon eben, dass alphabetische Versanfänge, die ja in der deutschen Sprache gar nicht nachgeahmt werden können. Nur, das kratzt nur an der Oberfläche, aber es gibt so viele Schätze, die da zu heben. Sie meinen die akustischer, die Palmen, die mit, genau. Mhm. Absolut. Ja klar, da erkennt man auch diesen Ordnungswillen dahinter, ne? Ja. Ganz genau. Ja. Gut. Ja. Eben, das wäre auch meine nächste Frage. Sie haben ja zur Poesie der Psalmen promoviert. Ja, und da wäre eben meine Frage, welche Schätze liegen da noch in der hebräischen Poesie der Psalmen? Können Sie vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen? Welche Schätze? Ist ein gutes Wort. Also ich kann Ihnen vielleicht sagen, wie ich damals gearbeitet habe. Ich habe ja die Diss mit Fokus auf einem Psalm geschrieben und dann wirklich auf Mendelssohns, aber mich damals durch die ganzen Psalmen quasi einmal durchgearbeitet, 150. Das sage ich auch immer, das ist ganz interessant mit den 150. Es sind ja auch nicht durch Zufall 150. Und ich denke mal, in Shakespeare ist 150 Sonette. Also da ist ja irgendwie auch eine Korrespondenz. Ja. Also als ich das gelesen habe, schätze ist genau das richtige Wort. Ich habe damals tatsächlich Zettel vollgeschrieben mit Versen, die mich unglaublich beeindruckt haben und bewegt und berührt haben. Ich verstehe, dass Menschen, die nicht so viel Bibel lesen, denken, die Sprache ist halt sehr direkt, sich da ein bisschen mit schwer tun, diese Art von Schwerfälligkeit haben. Aber es gibt da Sätze, wo man überrascht ist, wie modern die klingen. Also ich denke zum Beispiel an Psalm 88, der einer der dunkelsten Psalmen ist, wo der Psalmist sozusagen wirklich in der Depression steckt und nicht mehr hochkommt. Normalerweise schraubt es sich ja immer wieder auch aus dem Dunkeln ins Helle. Das ist ja so ein bisschen die Bewegung. Da gibt es diesen Satz, bei Buber ist das auch schön, meine Bekanntschaft ist mit der Finsternis. Das sind so Sätze, wo ich, wow. Oder der Herr hat mir Ohren gebohrt. Deswegen sage ich langsam lesen. Also was heißt das? Der Herr hat mir Ohren gebohrt. Das ist ein toller Satz, der ist irgendwie auch so. Manchmal ist es fast so ein bisschen lustig sogar in den Psalmen. Ja. Oder meine Seele dürstet nach Gott. Genau. Sich immer zu sagen, was heißt das, wenn ein Mensch überhaupt, das ist ja auch so, dass man vielleicht nochmal diese Gewohnheit wirklich abstreift. Er sagt, da ist ein Mensch, es gibt vorher diesen Glauben an einen Gott nicht. Woher kommt es und was heißt das, wenn die Seele nach Gott dürstet?
wenn man das mal so lang, da folgt ein Satz auf den nächsten. Und deswegen sagen, nochmal auf die Frage, was mich am Hebräischen fasziniert. Das ist wirklich, es geht nicht um irgendwas Kleines, sondern es geht immer ums Ganze. So habe ich das Gefühl. Also es geht um wirklich das, was den Menschen ausmacht. Und um die schwierigen Fragen auch. Ja. Der Psalmist ist ja, oder die Psalmen sind für mich auch immer so ein bisschen wie die Mücke im Ohr vom Titus. sie ärgern uns auch so ein bisschen. Ja. Was ist also, das mit Gott? Und liegen uns mit schwierigen Fragen im Ohr. Also eben auch das Existenzielle, das, was unser Leben wirklich betrifft. Also ureigene Absolut. Themen werden da in ganz überraschende Bilder gepackt. Absolut. Ja, auch die Idee, dass der Psalmist sagt, du bist ein Gott, dem keine Tieropfer gefallen. Müssen wir uns auch als moderner Mensch, da habe ich ja erstmal ein Problem, aber die Idee ist ja, die Vergeistigung in dem Psalm, die kann ich ja beobachten, dass der erscharische Mensch sich vergeistigt und die Idee, ich setze ein Gebet an die Stelle des Opfers, das ist ja auch schon mal eine überraschende Erkenntnis. Und als Lyriker sagen wir uns dann, okay, das Gedicht, das Gebet, dann ist das Gedicht auch wie ein Opfer. Und der Mensch ist eigentlich da, um Gott zu spiegeln, also sozusagen Gott zu loben, damit. Das finde ich auch ganz toll in dem Psalm, immer wieder, wenn der Psalmist mit Gott so ein bisschen feilscht und sagt, du lässt mich doch jetzt nicht sterben, wer soll da noch singen für dich? Also ist natürlich meine subjektive, Sie merken, mich berühren die Texte und ich mag die Texte und anderen geht es nicht so, ist wie ein bisschen mit Geschmack. Der eine mag Kartoffeln, der andere nicht oder so. Ja. Also die Psalmen sind absolut faszinierend, das ist einfach so großartig, die Bilder und wie Sie gesagt haben, oft bekommen die Psalmdichter bekommen noch wieder die Kurve, aber wie im Psalm 88 gibt es wieder die Ausnahmen. Ja. Also es ist immer wieder ein Überraschungselement in diesen absolut. Psalmen. Das finde ich so großartig. Und die tollen Bilder. Und deswegen sind die Psalmen ja auch, das ist vielleicht auch das, was mich berührt, oder dass ich weiß, wer die Psalmen alle gesprochen und gebetet hat. Also selbst, ich lese gerade einen Roman von Stuhl im Arsch, das ist so schön. Da geht es um, also einen Roman über Maria und da reitet Josef zu Maria und Josef betet auch die Psalmen. Weil wissen wir jetzt nicht, ob er es getan hat, aber sozusagen, also all diese Menschen haben die Psalmen gebetet. Oder eben Jesus am Kreuz. Also, und dann in den schwierigsten Situationen. Also das sind natürlich Texte, die auch etwas in mir verändern sollen. Und je mehr ich die kenne, umso schöner ist das. Umso öfter ich die lese, der Text entfaltet sich immer mehr, je länger ich ihn kenne und je besser ich ihn kenne. Und er soll mir dann in Situationen eben auch helfen. Und das berührt mich, wenn ich weiß, wer alles schon sich über die Texte gebeugt hat und wer dort alles schon seine Zuflucht gesucht hat, sozusagen. Sie machen richtig Lust und Freude aufs Psalmlesen. Also wenn jemand jetzt hier uns zuhört, direkt hinterher wird er sich die Bibel schnappen und die Psalmen lesen. So stelle ich mir das vor. Das hoffe ich. Ja. Sie schreiben ja selbst auch Lyrik auf Hebräisch. Das ist doch sehr, sehr schwierig, oder? Ja, also das Schwierige, ja, das vergleiche ich immer so ein bisschen mit einem Musiker. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Hebräisch so ein bisschen mein Instrument ist und ich muss es einfach benutzen und üben. Das muss ich auch mit dem Deutschen, aber mit dem Hebräischen muss ich es viel öfter tun. Also ich muss mich um diese Sprache bemühen, ich muss mich um sie kümmern. Deswegen benutze ich auch oft die Metapher der Liebesbeziehung, die ich mit dem Hebräischen führe. Also wir müssen uns schon miteinander irgendwie auseinandersetzen und ich muss es üben. Aber sozusagen die Lust und das Begehren auf Hebräisch zu schreiben, wenn ich es mal so formulieren darf, ist viel größer als die Schwierigkeit. Also die gibt sozusagen den Schubs. Und das war tatsächlich sehr früh schon als Studentin. Ich habe das nur erst gedacht, das darfst du doch nicht machen, auf Hebräisch schreiben. Aber ich habe das sehr früh gemacht. Und es gibt einen schönen Tagebucheintrag von Samuel Beckett, wo er beschreibt, er hat ja auch ins Französische gewechselt. Und er sagt dann selber, was bist du eigentlich für ein Verrückter? Warum schreibst du in einer Sprache, wo du deine Kapazitäten viel, viel kleiner sind. Aber gerade dieses Spiel mit den Grenzen und mit den Möglichkeiten gibt auch ein Potenzial. Und ich schreibe auf Hebräisch andere Sachen, als ich sie auf Deutsch schreibe. Und deswegen könnte ich das nicht mehr missen. Und das wähle ich auch nicht. Und das kommt zu mir. Jetzt haben Sie so viel Freude, so viel Enthusiasmus, Faszination auf das Hebräische geweckt und auf die Poesie. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, einem Laien, der noch ziemlich unbeleckt ist. Wie fange ich an, wo fange ich an, wenn ich mich noch mehr mit der hebräischen Poesie beschäftigen möchte? Ja, das ist ja eben schon die Schwierigkeit. Ich kann Ihnen das auch darf ich Ihnen das ganz ehrlich sagen,
dass ich die Hebräisch, also dass ich die Psalmen auf Hebräisch am allerliebsten lese und genieße. Ich habe bis zum heutigen Tag, obwohl ich jetzt Übersetzerin bin und natürlich sehr positiv für die Übersetzung bin und sage, auch Übersetzungen sind eigene literarische Werke, ist es fast so, dass mir kein deutscher Psalm von oben bis unten gefällt. Auf Hebräisch gefällt mir alles, mehr oder weniger. Ich kann die Wirkung einfach nicht wiederfinden. Ich muss Ihnen das wirklich gestehen. Und das ist irgendwie bei den Psalmen einzigartig. Bei anderer, wir haben ja gar nicht über die moderne hebräische Poesie gesprochen. Was eine zweite Faszination ist, dass diese Sprache ja sozusagen weitergeht und diesen religiösen Resonanzraum mit sich nimmt. Deswegen fängt es eigentlich schon mit der Wahl der Übersetzung an. Ich hatte mal die Idee gehabt, ich nehme mal irgendwann einen Psalm und setze den aus verschiedenen Übersetzungen zusammen, damit ihr, was mir gefällt. Also es fängt schon damit an, muss ich Ihnen sehr ehrlich sagen, dass es vielleicht manchen Menschen schwierig fällt, überhaupt die Bibel in die Hand zu nehmen, die jetzt, sagen wir mal, fern von Religion eher sind. Sich einen Psalm auszusuchen, vielleicht wie ein Zufall, wirklich mal zu blättern, keine Ahnung, Finger drauf, den nehme ich. Sich den rauszunehmen und diesen Psalm intensiv und langsam zu lesen und am besten immer wieder. Und ich würde, das macht natürlich ein bisschen Arbeit, ich würde den Rat geben, sich deutsche Übersetzungen anzuschauen, und zwar verschiedene. Und dann fällt einem nämlich wirklich die Schuppen von den Augen, wie unterschiedlich das ist und wie der Psalm wie ein Chamäleon quasi seine Farben wechselt. Ich würde wirklich sagen, und dann mal das zu lesen, was vielleicht nicht so greifbar ist. Wir haben ja wahrscheinlich auch protestantische, katholische Zuhörer, weiß ich nicht. Ja. Ich würde halt wirklich empfehlen, bei Luther, Sie sagen, ich habe ein bisschen Respekt, Sie sind der Theologe, also unterbrechen Sie mich. Bei Luther würde ich immer bis 1918, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit den Revisionen. Ich finde, oft ist Luthers Deutsch viel, viel stärker. Und bei den Revisionen, also da würde ich eine ältere Luther-Fassung nehmen. Buber würde ich anschauen, auf jeden Fall. Die Übersetzung von Naftali Herz-Tursinai. Und für die Psalmen, den hatte ich auch ausgesucht, weil wir vielleicht ja noch einen Psalm lesen wollten, wenn wir die Zeit unbedingt haben. Unbedingt, bitte. Es gibt nämlich tatsächlich auch die Mendelssohns Psalmübersetzung, gibt es auch als einzelnen Band bei Hensel. Ich weiß, vielleicht gibt es das jetzt, gibt es das noch antiquarisch. Und wenn jemand andere Sprachen liest, wenn ich das sagen darf, ich mag sehr gerne die King James Bible. Ich finde, die King James Bible, das Englisch, ertrage ich super. Also das hat für mich diesen Sound vom Hebräischen sehr nah. Und wenn jemand Französisch liest, habe ich den Geheimtipp von Henri Méchonnic, französisch-jüdischer Sprachwissenschaftler und Dichter und Übersetzer. Der hat die Psalmen ins Französische übersetzt unter dem Titel Gloire, die auch sehr schön ist. Also ich würde mir das so dann... So super Anregungen und Vorschläge. Und jetzt haben wir ja so viel in der Theorie über das Hebräische gesprochen, so nach dem Motto, theoretisch weiß ich praktisch alles, ist immer so meins. Aber jetzt dürfen wir von Ihnen hören, im Hebräischen einen Psalm. Welchen Psalm haben Sie sich ausgesucht, Frau Dr. Schiffer? Oh, ich habe tatsächlich, ich meine, ich könnte ihn auch auf Hebräisch lesen, das würde aber, kann ich anlesen. Ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch, dachte ich, lesen wir ihn. Ah, jawohl. Also wie Sie denken. Der Psalm 73, ich könnte den vielleicht mal anlesen auf Hebräisch, wenn Sie wollen, 2-3 Verse. Vielleicht wäre das eine Idee, weil ich habe den mir ausgesucht, das ist ein etwas philosophischerer Psalm, ich dachte, der passt ganz gut und habe da auch bei den Übersetzungen geschaut und mir gefiel da überraschenderweise wirklich der Mendelssohn jetzt am besten. Und dann würde ich das, wenn Ihnen das recht ist. Sehr, ich bin sehr neugierig. Das ist der Psalm 73, so ein bisschen als philosophischer Psalm bekannt ist. Mizmor le'asav. Ach tov li'Israel Elohim. Levarei levav. Va'ani kim'ad natayu raglai. Ka'ain shupchu ashurai. Kikineti ba'olelim. Shalom rasha'im er'e. Ki'ein ha'otsugot le'motam. Uvari ulam. בעמל אנוש אינמו, ואם אדם לא יונגו. מה זה אנגלס דיין? זה יפה. ביסיין וס, אוקיי. אז זה עכשיו מנדלסון. פסלם אסאפס.
Dennoch hat Israel zum Trost Gott. Dies fühlt, wer reines Herzens ist. Zwar wären meine Füße fast gesunken, ein Nichts, so glitten meine Tritte hin. Schon fing ich an, Verruchte zu beneiden, wenn ich beglückte Frevler sah. Kein Knoten hemmet ihrer Tage Lauf, ihre Kraft bleibt ungeschwächt. Sie leiden nicht, was Erdbewohner leiden, der Menschheit Plage trifft sie nicht. Darum stolziert der Trotz an ihrem Nacken und Frevel ist ihr Lieblingsschmuck. Aus feisten Kreisen dringt ihr Aug hervor, ihr lüstern Herz ist übersatt. Sie höhnen, lästern, reden Bubenstücke von ihrer stolzen Höhe herab. Gebieten hoch, wie wenn's vom Himmel käme, und auf der Erde gilt ihr Wort. Betört folgt ihm das Volk im ganzen Haufen, strömt ihm wie Wasserfluten nach. Sie wähnen, kann Gott wissen, was geschieht? Wie kann der Höchste hierauf merken? Seht diese Frevler hier, sie blühen in stetem Glück und Überfluss. Soll ich umsonst mein Herz dem Guten weihen und meine Hände in Unschuld waschen? Nur neue Plage bringt mir jeder Tag und jeder Morgen andere Not. Oft dachte ich fast wie sie, allein so wären Gott deine Kinder ja verdammt. Ich dachte ihm nach und suchte Wahrheit, doch alles Forschen war nur Qual. Bis ich ins Heiligtum des Herrn gekommen, ihr Ende abzusehen gelernt. Erhaben sitzen sie auf glatten Höhen, ein Abgrund droht rundumher. Wie plötzlich stürzen sie von ihren Höhen, verschwinden wie ein Schreckgesicht. Du machst ihr Schattenglück, oh Gott, wie Träume, dem Wachenden zu Meer und Spott. Wenn itzt der bösen Glück mein Herz betrübet und mir in meine Nieren sticht, so bin ich gern ein Tor und will nicht forschen, bin gern vor dir dem Vieh gleich. Ich bleibe ja bei dir auf immer. Du hältst an meiner Rechten mich. Dein Ratschluss leitet mich auf dunklem Pfade. Nimm endlich mich zu Ehren auf. Was könnte ich neben dir im Himmel wünschen? Was hier auf Erden neben dir? Verschmachtet Leib und Seele, so ist Gott stets meines Herzens Trost und Teil. Verloren sind, die sich von dir entfernen. Verloren, wer um andere buhlt. An Gott mich halten, ist mir höchstes Gut. Ich suche meinen Schutz bei dir, Gott. Mein Herr, verkünde deine Wundertaten. So großartig, das geht bis ins Körperliche hinein. Ich spüre richtig das Stechen in die Nieren. Das ist derart plastisch und genial. Ja, yeah. So ist es. Und die Übersetzung ist von 1788, das muss man auch immer dazu sagen. Ich hatte den auch gewählt, weil es am Ende, es gibt diese schöne Formel, die ist aber auch bei Luther sehr innig, dieses, wen habe ich im Himmel, wen habe ich auf Erden, sozusagen. Ist ja auch beim Psalmist immer, dass er sich fragt, warum soll ich gut sein, wenn alle so schlecht sind? Und das geht ja auch oft um Gerechtigkeit. Ja. Wenn die Ungerechten sich doch durchsetzen und die Herrschenden, was soll ich dann eigentlich tun? Und trotzdem zu erkennen, sozusagen, Gott ist mein letzter Halt. Und dieses Gott sich nähern, wo sie gerade gefragt haben, was man tun kann, wenn man sich mit dem Psalm beschäftigen möchte, hatte ich noch nachgedacht, man könnte eigentlich mal zusammentragen, wer sich alles zu dem Psalm spannend geäußert hat. Es gibt einen tollen Aufsatz von Hermann Cohen, das war eigentlich ein jüdischer Philosoph und Kantianer, der einen tollen Aufsatz geschrieben hat, die Lyrik der Psalm von 1914, also auch die Lyrik der Psalm. Und da beschreibt er eigentlich die Sehnsucht nach Gott als das Grundelement aller Psalmen, das ist der Antrieb. Und dass dieses Nähern Gott sozusagen der Wunsch des Psalmisten ist, deswegen gibt es auch diese Gebete, aber er kommt halt nie wirklich heran. Das finde ich sehr spannend. Es gibt keinen Verschmelzungsmoment, sondern es ist immer, Gott bleibt fern. Also der Psalmist ist ja auch so ein typisches Motiv, was immer wieder kommt. Man fordert Antwort ein, aber vielleicht kommt sie ja gar nicht. Mhm. Und trotzdem. Frau Dr. Schiffer, ganz, ganz herzlichen Dank. Also das war jetzt so bewegend, so berührend. Es macht so viel Lust auf mehr. Und ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Einsatz, so viel Enthusiasmus und Herzblut, was ja wirklich herüberkommt, jetzt bei Ihrer weiteren Beschäftigung mit der hebräischen Sprache, mit der Poesie. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Luther. Dankeschön.